Bin gerade aktuell wieder am Breaking Bad gucken. Wer kennt die Serie nicht? Eine sehr, sehr geile Serie. Müsst ihr unbedingt angucken. Aber da gibt es was Geiles zum Essen. Los Pollos Hermanos. Finde den Namen einfach mega geil. Wir sind gerade da gestanden. Wie wollen wir unser Gericht nennen? Wenn sind wir uns ehrlich, müssen wir so nennen, weil das einfach gut wird. Wir haben ein paar Zutaten, aber die genauen Mengen Zutaten gibt es auf www.mgbarbecue.de. Da schreibt der Gordon das immer rein. Auf ein 4,5 Dutch Oven für 4 Personen. Zwei Verfressene, wie wir zwei. Wir fangen jetzt an. Unser Hähnchen zum... Wir haben hier einen Dutch Oven. Ziehen wir jetzt Handschuhe an. Bauen wir erstmal den Dutch Oven. Der Gordon filmt jetzt genau hier rein. Das Licht müsste passen. Dann nehmen wir unsere Hähnchenbrüstchen. Die waren ziemlich groß. Die haben wir jetzt einfach in der Mitte durchgeschnitten, dass sie kleiner sind. Die legen wir jetzt rein. Uah. Und würzen da drin. Wir nehmen jetzt... Das lege ich lange deshalb im Ranz an. Würzen das mit unserem Magic Dust. Ihr kennt das Gewürz noch nicht. Hier oben gibt es einen Link. Ihr könnt das nachmischen. So. Viel hilft viel, hat man mir mal gesagt. Sieht schon mal sehr geil aus, oder? Schöner Zuckeranteil. Das karamellisiert jetzt nachher noch schön. Jetzt nehmen wir das nämlich und legen das wieder raus. Warum? Weil wir wollen das scharf anbraten. Und wenn wir das jetzt drin haben, brutzelt das so langsam vor sich hin. Jetzt brauchen wir nämlich die Schüssel. Der Gordon hat es kapiert. Der holt es nämlich schon. Wir hätten jetzt auch eine Schüssel holen können und da drin marinieren. Aber wollten wir nicht. Genau, ich lege sie jetzt da rein und nehme jetzt den Dutch Oven, packe ihn auf die brutale Hitze. Und jetzt warten wir kurz, bis er warm ist, dann grillen wir weiter. Jetzt nehmen wir unser Olivenöl. Ich. Bisschen warm. Bisschen rein. Bisschen warm. Heiß bin ich. Jetzt sei einfach ruhig. Bring mich nicht raus hier. Aber dafür ist die gut. Im Alter ist die mega geil, die Zange. Musst du nicht mehr bücken, kannst einfach Zange. Haben wir's. Wichtig ist natürlich immer, wenn was aufhört. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum ich Geräusche mache. Jetzt grillen wir unsere Paprika. Jetzt grillen wir unsere Hähnchen an. Schön kross. Jetzt drehen wir um, weil wir wollen auf beiden Seiten Röstaromen haben. Röstaromen. Hähnchen tun wir jetzt raus. Wichtig, die müssen relativ durchgebraten sein, weil die kommen nachher nochmal bloß kurz in die Soße mit rein. Die tun wir jetzt hier auf den Deckel drauf. Jetzt nehmen wir unser ganzes Gemüse. Jetzt brauchen wir auch hier einen Rührer. Jetzt nehmen wir unsere Zwiebeln, unsere Paprika. Die kommen jetzt rein. Zwiebel, Paprika, Knoblauch tun wir später rein. Ziehen wir kurz an. Lassen wir jetzt ein bisschen einkochen, wirklich so 5 Minuten. 5 Minuten sind rum, jetzt packen wir nämlich unseren Knoblauch gleich dazu. Knoblauch und jetzt geht's. Richtig. Genau, das ist mein Wort. Scharfe Paprikacreme. Ich finde die eigentlich ganz geil. Oder ich finde die nicht eigentlich, ich finde die wirklich geil. Da packen wir gut 2 Esslöffel waren das, oder? Bisschen Eiweiß. Hier haben wir die scharfe Variante, weil es soll ja nicht nur einmal brennen. 2 Löffel Schmand. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir nämlich, jetzt wird ihr gleich sehen, jetzt richtig geile Soße. Jetzt, wenn er das anguckt, ist relativ dick. Muss ein bisschen geschmeidig werden. Ganze Flasche. Guckt euch das an, jetzt hat es richtig schöne Konsistenz. Schön flüssig. Wir lassen es jetzt aber wieder aufkochen. Ich sage jetzt keine 5 Minuten, weil der Gordon sagte, du mit deinen obligatorischen 5 Minuten. Wir lassen es 5 Minuten aufkochen und dann geht es auch schon weiter. Wir haben es jetzt wieder 5 Minuten aufköcheln lassen. Jetzt nehmen wir unser Hähnchen. Ihr merkt schon, da drauf ist auch eins. Gordon sagt, wir machen ein Tellerbild, da muss eins drauf. Wenn Gordon das so will, machen wir das. Dann nehmen wir unsere Zwicke, legen die schön da rein. Okay, jetzt haben wir den Rührer. Falsche Seite irgendwie. Hopp. Versenken die da drin. Guckt euch das an. Der Gordon macht jetzt schöne Bilder. So von dem, was es jetzt so hergibt. Ein schönes Bild. Dann kommt ein schönes Tellerbild. Da darf er natürlich mit zuschauen. Und dann wird probiert. Ich freue mich. Und da ist der gute Mann, wenn er sein Mikro noch anmacht, dann läuft es. Glücklich. Hallihallo.
Und jetzt also. Hab ein schönes Tellerbild gemacht, was man so mit sowas zaubern kann. Hoffentlich mal. Oh, da bin gespannt. Mehr. Guten. Guten. Hm. Kommt die Fliege jetzt her? Keine Ahnung. Schub hat's. Mhm. Sehr stimmige Sache. Sehr, sehr geil. Richtig so. Mhm. Das schmeckt. Mhm. Schmatzig. Mega. Los Polos Hermanos. Genau. Mhm. Sehr geile Geschichte. Probier's mal aus. Das ist einfach, aber richtig lecker. Mhm. Passt dazu wahrscheinlich. Okay. Wirklich, ja. Passt dazu wahrscheinlich eigentlich alles. Nudeln, Reis, Spätzle, völlig egal. Kartoffeln auch. Reis, also Reis wollen wir. Reis. Dazu. Du nicht, aber ich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gefällt dir vielleicht auch noch das, was wir hier drüben für dich doch arrangiert haben. Schau einfach mal rein. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir bedanken uns für deinen Support. Wir hoffen, du schaust am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag nochmal rein. Und wenn du nicht genug kriegst, dann schaust du auch noch die restlichen Tage rein. Da gibt es einen Short. Folge uns auf Instagram und sonst überhaupt. Und wir bedanken uns und wir sehen uns wieder. Und zwar, wenn es wieder heißt MT Barbecue. Das schmeckt aber lecker. Ja, rein. Ey, das schmeckt richtig geil. Nimm mal andere noch. Das ist geil. Mhm, sorry. Oh. Ich habe noch nicht lecker, die darf das.